in dem heutigen Video gibt es wieder ein Minigames-Battle gegen Lumex. Ich habe sogar für das heutige Video extra einen Livestream gemacht und wir haben gemeinsam mit der Community krasse neue Minigames gemacht, damit ich Lumex pranken kann. Ich würde sagen, er wird wieder safe ausrasten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es ist nicht lustig, es macht gar keinen Sinn. Warum kann man nicht immer drüber laufen? Bei Bibi geht es doch auch, Digga. Ja, du hast wie gesagt... Ah, nein! Nein! Mann! Auf geht's, back dich so ein bisschen da durch. Ich bin gleich tot! Hä, bist du lost? Lenny? Kevin, nee, das ist nicht lustig. Hä, wo ist er hin? Trage jetzt bei dir im Brawlstars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hallo Lumex, was geht? Kevin, wie geht's dir, mein Bester? Alles gut bei dir, Junge? Okay. Also, Lenny, hast du schon gesehen, was wir hier heute machen? Ja, ich hab dir ja gesagt, heute gibt's wieder was Witziges, was du sehr feierst. Ich bin noch am Strecken, aber ja, ich hab gehört, wir machen... Nee, ich bin raus. Ich hab keine Ahnung, was wir machen. Lenny, heute gibt es wieder Minigames! Also, ich hab nämlich heute tatsächlich... richtig krasse neue Minigames, die du vorher noch nie gespielt hast. Also du merkst, es ist quasi endlos, wie viele Minigames es gibt. Und ja, wir sind auch schon direkt im allerersten Minigame. Das kannst du dir mal angucken. Das ist ein sogenannter Geduldstest. Und da musst du es einfach schaffen, mit 8-Bit ins Ziel zu kommen. Mehr sage ich dir nicht. Wir gehen einfach mal auf bereit, gucken, wie du dich schlägst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wähl bitte einmal 8-Bit aus. Und du darfst natürlich auch nicht schießen und so, Lenny, ne? Also einfach, reingehen. Ja. Ansonsten, Kevin? Ja? Nix. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und es geht los in die erste Runde. So, Lenny! Hast du Bock? Ich bin da, ich hab Bock. Ich muss jetzt hier mit 8-Bit einfach jetzt nach oben laufen, oder was? Ja, yeah, lauf einfach mal. Ich lass dich sogar mal vorlaufen. Ich bin nicht so langsam, Digga. Hab ich wieder gar keinen Bock. Okay. Warte mal, ich muss jetzt hier hoch. Nee, warte mal. Hey, Bro, ich komm mir nicht mehr raus hier. Ja, ist das geil. Hey, Bro, warum komm ich hier denn nicht mehr raus? Was soll ich denn machen? Ich wollte auf einmal, ich komme nicht mehr raus. Komm, geh nochmal auf bereit. Ich wollte dich einmal ins kalte Wasser werfen, Lenny. Ich zeige dir aber ganz kurz, wie das geht. Also pass auf. Muss halt wissen. 8-Bit ist der langsamste Brawler im Spiel. Und der ist echt langsam, ne? Und ja, du musst das hier vorher einmal auslösen, weil wenn du es nicht auslöst vorher, dann wirst du einfach weggehütet. So. Ja, bruh. Ich wollte es einfach mal testen, ob du das checkst oder nicht. Ja, also, ja, jetzt weiß ich aber jetzt, welches gewinne, Junge. Du wirst sehen, pass mal auf. Ja, also das ist... Ey, hallo, nicht schießen. Ja, komm, lauf mal. Du wirst sehen, ich werd noch gewinnen, du wirst sehen. Okay. Ey, hallo. Nein. Ey, nein, jetzt sind wir beide tot! Ey, Mann, nochmal! Nicht schießen, Lenny, nicht schießen! Digga! Okay, aber ich glaube, du hast es so ein bisschen verstanden. Du musst halt so ein bisschen diesen... Aber ich war schon wieder irgendwo, wo ich gar nicht hin will, Digga. Ja, das ist halt, ne, das ist halt ein Geduldstest. Da rastest du halt auch schnell mal aus. Also, ich muss dir eine Sache sagen. Selbst die krassesten Minigames-Spieler aus meiner Community, die verzweifeln teilweise hier an meinem Daryl Run. An meinem Geduldstest, sag ich jetzt einfach mal. Okay, ja. So. Ey, hallo, jetzt bin ich einfach hinter dir. Was ist das denn jetzt? Ja, Kevin, nur die guten Spieler kommen ja weiter. So ein Ding ist das. Ja, lauf mal vor. Ja, ja, alles gut. Nein. Oh nein! Okay, komm. Wir müssen wenigstens die erste Stage schaffen, Digga. Bro, das ist doch kacke. Komm, wir machen es nochmal. Ich gebe auch noch keinem einen Punkt. Ich will wenigstens hier. Guck mal, hier vorne, bleib mal stehen. Komm mal nicht mit. Ich will, dass wir es beide hier hinschaffen, okay? Also ja, da vorne hin, zu diesem Kevin, roten. Wenn ich das jetzt gewinnen sollte gegen dich, was bekomme ich dann von dir? Dann schenke ich dir irgendwas aus dem Brawl Stars Shop. Okay.
Dir? Versprochen? Ja, ja. Versprochen, okay. Konzentrier dich, Lenny. Bist du konzentriert? Ich bin konzentriert. Okay. Ich bin der Beste. Lauf, Junge, lauf! Ich laufe um mein Leben. Nein, 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 nein. Oh, ja. Ey, warum? Komm schnell zurück, warum? Komm schnell zurück. Du schaffst das, du schaffst das. Ich glaub, du schaffst das. Oh mein Gott. Geh zur Links, ja. Geh links. Ja. Ja, Lenny, sehr gut. Stopp, 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 stopp. Also stopp. Lass mich dich kurz erklären. Jetzt kommt der schwierigste Teil von diesem Run. Du musst nämlich immer ein Jump-Hit auslösen. Digga. Lass mich doch erstmal erklären. Es ist nicht lustig, es macht gar keinen Sinn. Warum kann man nicht immer drüber laufen? Bei Bibi geht es doch auch, Digga. Ja, du hast wie gesagt. Ah, nein! Nein! Mann! Also, wie gesagt, das ist halt der Geduldstest. Ich habe ja schon gesagt, selbst die klügsten Köpfe aus meiner Community, die verzweifeln hier. Das heißt, wir geben einfach mal im ersten Game keinem einen Punkt, weil es ist schon ein harter Einstieg gewesen, Lenny, muss ich schon sagen. Wir gehen zum nächsten Minigame. So, Freunde, wir sind beim nächsten Minigame und jetzt gibt's schon mal den ersten Prank wieder an Lenny. Und zwar haben wir das Daryl Amber Game, die Erklärung folgt gleich. Ich habe mich jetzt mit Elio einmal connected und habe Elio gesagt, Elio, du sollst einmal nur auf Lenny gehen. Wir werden gleich sehen, wie es funktioniert. Es geht los. Okay, Lenny, wir sind beim nächsten Minigame. Und zwar ist es das Daryl Amber Game. Ich habe dir gerade schon gesagt, du musst einmal Daryl auswählen. Und Sinn ist, dass du probierst, solange es geht, zu überleben. Und Amber probiert dich die ganze Zeit mit ihrer Ulti anzuzünden. So, okay. Das Sinn. Kevin? Ja. Du weißt, wenn ich das gewinne, kriege ich was aus dem Shop, okay? Ja, ja, okay. Also wir gehen rein. Okay. Das ist die erste richtige Runde. Aktuell steht es noch 0 zu 0, Lenny. Ja. So, du gehst jetzt einmal auf die rechte Seite. Ich gehe auf die linke Seite. Okay. Nee, egal, andersrum. Dann geht es gleich los. Also, ist ein ganz witziges Minigame. Du wirst dann auch gleich direkt in Action sehen, wie es funktioniert. Wir haben ja gerade schon einen kleinen Testlauf gemacht. Dürfen wir unsere Ulti nur so aufladen lassen oder dürfen wir uns auch anschießen so zum Aufladen? An sich kannst du theoretisch auch schießen, aber dann hast du halt weniger Leben, ne? So, und jetzt, Lenny, ab jetzt, wir warten einmal ganz kurz. Elio, bitte einmal kurz warten, bis wir wenigstens eine Ulti haben. Und dann geht es gleich los. Und du musst dann jetzt gleich, Elio wird dann halt, ne, entweder auf dich oder auf mich die Ulti werfen und probieren uns anzuzünden. Ja, okay, das ist schon gecheckt. Aber du bist ausgewichen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du kannst an sich sogar mich einmal anhitten, wenn du magst. Weil ich bin eh krass. Hey, Leute, wie schnell kann man denn... Leute, ist wieder ausgewichen, krass. Aber wie schnell ging das, dass ihre Ulti, die ihre Ulti viel schneller ist? Ja, hier? Ja, das ist halt das Gadget. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt hast du verkackt. Hast du verloren, Lenny. Ich habe gar keine Chance, irgendwie zu gewinnen. Es ist doch einfach... Warte mal, Elio, schieß mal jetzt einmal auf mich. So, und du siehst ja jetzt hier, Lenny, so bin ich jetzt gerade ausgewichen. Ja, aber ihre Ulti lädt ja viel schneller als meine. Das heißt, die kann ja beliebig, also einer wird ja immer garantiert sterben. Es ist nur die... Hä? Ja, wir können es auch sonst noch mal machen, dass wir immer warten, bis wir unsere Ultis haben, okay? Okay. Okay, Lenny. Es gab jetzt nur noch mal eine kleine Info vom Game Master Elio. Und zwar dürfen wir unsere Ulti sowohl gegenseitig, das ist halt ein bisschen lost, wie gesagt, und auch an der Amber aufladen, weil die hat ja sowieso genug Leben. Ja. Ich würde sagen, wenn du jetzt deine erste Ulti hast, dann geht es los. Ich würde sagen, Elio, 3, 2, 1, go! Ah, stark. Bist du ausgewichen oder stirbst du? Nee, ich bin ausgewichen. Weil ich okay, stark, 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 stark. Okay. Ah! Okay, ja, nice, oh, okay, nice, Kevin. Nice, Glück gehabt. So. Okay, Lenny. Ja, ich werde das gewinnen. 100% sage ich dir jetzt schon. Nein! Oh! Neu, jetzt hast du aber an sich. Ah, wobei, na, du hättest. Ja, okay. An sich hättest du ja sogar ausweichen können. Aber gut, wir machen weiter. Also, bis du halt wirklich durch die Ulti brennst. Boah, das war richtig close gerade. Oh, wen wird Elio nehmen? Dich oder mich? Oh! Ich brenne! Stirbst du? Oh mein Gott! Let's go, Freunde! Punkt geht in meine Tasche. Steht 1 zu 0. So, wir sind jetzt beim nächsten Minigame. Und dieses Mal ist es ein Daryl Run, aber nicht von mir, sondern von Elio. Elio hat irgendwie 40 Daryl Runs oder so. Also auch sehr, sehr schwere mit dabei. Und das ist mit einer der schwierigeren Daryl Runs. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach hier gegenseitig schneller ins Ziel zu kommen, Lenny. Und wer gewinnt, der bekommt einen Punkt, okay? Easy peasy, Bruder. Du wirst sehen, also Kevin auf Ansage, jetzt dieser Daryl Run
Das ist dein Ende. Glaub mir, Kevin. Okay, okay. Ich bin gespannt, Lenny. Natürlich, ne? Nicht hier mit unfairen Tricks. Das wäre sonst langweilig. Ich mache hier auch keine unfairen Tricks. Oh, es sind sogar alle an einem Spawn. Hä, ich muss das wieder irgendwo durchbacken, sehe ich. Hä? Nein, ich hab verkackt. Hä, wie macht man das? Was muss ich denn machen? Hm, weiß ich nicht. Lenny, auf geht's. Ja, ihr müsst mir schon sagen, was ich machen muss. Ja, du musst rollen. Das ist schon wieder unfair. Ihr sagt mir schon, was ich machen muss. Hä, was kennst du doch, dass man sich hier so durchbacken muss? Ich kenne gar nichts. Was für Durchbacken. Doch, das hast du schon mal gesehen. Komm, Lenny, das kriegst du noch hin. Auf geht's. Back dich so ein bisschen da durch. Ich bin gleich tot. Hä, bist du lost? Lenny? Kevin, nee, das ist nicht lustig. Okay, komm, wir starten nochmal neu. Lenny, du musst dich durch... Hä, wo ist er hin? Ach, der Arme. Wir geben ihm nochmal eine Chance. Wir machen's nochmal, ja? Also, pass auf. Wir laden jetzt erstmal alle unsere Ulti auf, ja? Ja. Und jetzt musst du halt, du siehst ja, wenn du jetzt hier gerade rollst, dann schaffst du es da nicht. Schau mal, was Elio macht. Hast du es gesehen? Und das machst du jetzt. Er ist gerade gerollt. Das machst du jetzt einfach nach. Einfach so ein bisschen so schräg hier. Zack. Ich mach nach. Ach, ein bisschen schräg. Zack. Und. Ja, sehr gut. Und jetzt musst du halt nur aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig killen. Nee, ich bin erstmal hier weit. Okay, Lenny, und jetzt musst du dich halt beeilen. Ich werde natürlich auch probieren, hier schnell zu sein. Das ist doch schon wieder Kacke. Warum geht das denn nicht bei mir? Mann, ja, Kevin. Du hast halt so ein bisschen, bist halt ein bisschen lost gerollt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe auch verkackt. Wie ist der Winkel? Sag bitte den Winkel. Ich kenne den Winkel Einfach schräg. Schräg einfach. Zack, zack, zack. Wo bin ich denn jetzt? Ey, aber wir schaffen es gerade auch nicht weiter, Eli und ich. Ich bin auf so ein komisches Jumppad geflogen, Kevin. Hä? Hä, wo bin ich denn jetzt? Hier auch. Oh? Ah, schade, Lenny. Kevin? Ja? Ich will nicht mehr, das ist gemein von dir. Ey, aber wir schaffen es auch gerade beide nicht, Digga. Der Darion ist echt sehr schwer. Okay, das heißt, wir geben jetzt einfach mal... Ah, lol, wir haben es beide nochmal weiter geschafft. Stopp. Vielleicht schaffe ich es noch. Ich hab keinen Bock mehr. Doch, vielleicht schaffe ich es noch. Wenn ich es noch schaffe, dann kriege ich den Punkt. Nein! Ja, Kevin, das ist nicht lustig, was du machst. Warum geht es bei euch bei mir nicht? Ihr cheatet. Nein! Nein! Oh mein Gott, warte, Lenny, ich hab den letzten Try jetzt. Wenn ich jetzt das schaffe, dann bin ich krass. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich nicht krass. Nein! Warte, stopp! Ich habe noch eine Chance, glaube ich, vielleicht. Bitte! Ja, das schaffst du nicht. Bitte! Bitte, komm! Ich mach Auge, ich mach so großes Auge, Kevin. Ich mach ganz großes Auge. Ja. Nein! Oh mein Gott, okay, jetzt machen wir nochmal einen Daryl Run. Es kriegt halt keiner den Punkt. Jetzt machen wir einen Daryl Run extrem schnell. Der einfachste, den du hast, Elio. Und wer da schneller ist, der bekommt den Punkt. So, Lenny, der Daryl Run heißt sogar Daryl Run Easy. Den müssen wir jetzt schaffen. Nehmen wir hin. Okay, auf geht's. Wer jetzt schneller ist, Lenny, ne? Ich habe das Gadget gar nicht, was ihr habt. Das ist unfair. Egal, das schaffst du auch so. Oh. Oh. Ja. Schon mal eine Stufe weiter. Ja! Ja, das verkackt, Lenny! Das verkackt! Ja, er hat auch verkackt! Ah, ihr dürft euch nicht gegenseitig killen, ne? Sind euch tot? Ja! Nein! Ja! Ich will nicht weiter! Das ist unfair! Ja, Lenny! Bei mir geht das nicht. Doch. Kevin, nein. Ich bin immer noch da. Junge, ich bin gerade mega rumgeglitscht. Kevin, bei mir geht das nicht. Nein, doch, Lenny, konzentrier dich jetzt. Raff dich jetzt zusammen. Ich bin gleich schon wieder tot. Lenny, ich will jetzt, dass du die Stufe schaffst. Schräg rollen. Ja, ich schräg. Nee, nicht so. Oh nein. Ich hab in alle möglichen Richtungen. Das geht nicht, Kevin. Ja, Lenny, ich muss aber diesmal auch schaffen, ne? Also nur zur Info. Machen wir so, wenn ich verliere, kriege ich den Punkt. Wenn du gewinnst, kriegst du andersrum. Was? Weißt du? Was? Warte. Ich bin tot, Kevin. Lenny, mach kein Auge. Oh, Kevin. Ich schaff das jetzt. Wenn ja? Wer von euch eher gewinnt. Wenn du verlieren solltest, dann krieg ich trotzdem den Sieg. Und dann krieg ich was aus dem Itemshop. Hey, ich hab schon verloren. Ich bin Zweiter. Nee, ich krieg jetzt den Punkt. Let's go. Nächste Runde. So, Lenny, wir sind jetzt beim nächsten Minigame. Und zwar ist das Nani-Golf. Da musst du jetzt einmal Nani nehmen. Das hast du schon gemacht, glaube ich, ne? Ja. Und du musst es einfach schaffen, mit deiner Ulti ins Ziel zu kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Geh auch bereit. Und dann geht es los. Kevin, das ist jetzt, glaube ich, Nani. Nani, aber Ulti aufladen, wie mache ich das? Einfach halt schießen. So. Perfekt. Was ist denn schießen? Ich hab gewonnen!
Mann! Ja! Ich krieg jetzt meinen Punkt! Ich krieg jetzt meinen Punkt! Ja, let's go! Okay, komm, ich gebe dir sogar einen Punkt. Das war jetzt zwar nicht Sinn des Minigames, aber... Du hast gesagt, einfach abschießen, das habe ich gemacht. Okay, wir machen nochmal eine Runde. Okay, Lenny, es steht jetzt, weiß ich ja gar nicht, 1-1. I don't know, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also, ja, nochmal. Und wir dürfen am besten nicht beide Elio abschießen. Ja. So, und jetzt fliegst du dann gleich einfach. Hä, warum hast du mit einem Schuss deine Ulti bekommen, hä? Ich doch gar nicht. Ah, lol. Da haben dich einfach verkackt. Ha, hä, ist voll schwer. Ja, ja. So, Lenny, dann komm mal auch hier hin. Ja? Hä, wie kommt ihr da rüber? Ich sterbe, ich komme nicht hier weg. Lenny, du musst hier hinkommen. Du musst dich teleportieren. Wie teleportieren? Ja, mit Nani teleportieren. Ja, hä? Ich hab doch gesagt, du sollst richtiges Gadget und Star Power auswählen. Hab ich das Falsche gehabt, oder was? Okay, heute Lenny hat das falsche Gadget. Aber gut, wir machen nochmal. Ich gebe dir wenigstens nochmal eine Chance. Ich gebe mir immer noch nicht den Punkt. Mann! Schau, was ich für ein Ehrenmann bin. Wir machen nochmal eine Runde. Okay, alle guten Dinge sind 3. Jetzt geht es darum, wer am weitesten kommt, okay? Kevin? Ja. Sag mal. Stopp, warte. Jetzt kannst du schießen. Sag mal Blumenkohl. Blumenkohl. Okay. Du bist ein Blumenkohl, Lenny. Nein, hör auf, das ist nicht cool. Oh? Mann! Oh, das war so klug. Oh, Lenny, ich will jetzt gar keinen Druck machen, ne? Aber. Aber, ey, wie soll ich jetzt meine Ulti aufladen? Dann? Nein! Nein, warte mal, kann er überhaupt noch weiterkommen, Elio? Ich glaube nicht, oder? Ich sterbe jetzt! Kevin! Oh mein Gott! Ja, okay, ich würde sagen, warte mal, ich probiere noch mal bis ins Ende zu kommen, aber ich würde sagen, dann kriege ich auf jeden Fall den Punkt, ne? Ich meine, ich bin ja weitergekommen als du. Kevin, das ist nicht fair, das zählt nicht. Digga, aber der ist echt schwer. Aber gut, wir gehen zum nächsten Minigame. Let's go! Okay, Lenny, nächstes Minigame. Du hast schon gesehen, es ist ein Bus Run. Das ist eigentlich relativ einfach. Nimm auch am besten, nehme ich dir schon mal als Tipp, das Gadget, wo du direkt deine Ulti bekommst. Und dann musst du einfach ins Ziel kommen. Sehr einfach, ich gebe dir auch gar keine Tipps. Okay, easy peasy, I'm squeezy. Easy peasy. So. Hey, doch nicht easy peasy, was muss ich denn hier machen, hä? Einfach laufen und dann ins Ziel kommen. Kriegst du hin, ist nicht so schwer. Hä? Ah, perfekt. Hä? Ah ja, perfekt, du hast es geschafft, sehr gut. Ah, und jetzt? Einfach weiter. Hä? Lenny, übrigens, wer zuerst ein Ziel ist, hat gewonnen, ne? Ja, okay, gar kein Stress. Du hast auch ein Gadget, ne, als Tipp. Kevin, mir brauchst du es nicht sagen, ich war... Mann! Lenny! Mann, ey! Lenny, ich geb dir sogar noch eine Chance, komm. Tschüss! Ich hab kein Gadget mehr! Okay, Freunde. Ich krieg den nächsten Punkt, aber wie fandest du den Bus Run? Sag mal. Ey, warte mal. Hörst du das? Ja. Ja? Guck mal, das ist zumindest das andere, wenn ich auf den Ei oben drauf hau. Freunde, wir gehen zum letzten Minigame. So, Max, aufgepasst. Also, ich habe dich jetzt dazu geholt, weil ich gerade ein Minigames-Battle gegen Lenny mache. Und du musst Lumex gleich direkt im Skin-Contest töten. Du kannst auch so ein bisschen überlegen, so tun, als wenn du dich so nicht entscheiden kannst, aber dann haust du Lenny raus und sagst, er ist schlecht, gehst einfach und dann ist das Video zu Ende. Kriegst du es hin? Okay, das kann ich machen, Kevin. Los geht's. Hallo, Lumex! Junge, wer ist denn da? Meine Ohren, Junge. Hallo. Lumex, Kevin muss jetzt einmal kurz auf die Toilette. Oh, wir machen jetzt Skin Contest, hat er gesagt, und ich mach Bewertung. Ich hab eigentlich gar keine Zeit, Max. Doch, Lomax! Lomax, wir machen das jetzt. Du machst einen guten Skin und ich mach Bewertung, okay? Ja, okay, Ausnahme, okay? Und wir machen so, wenn du dich ganz doll beeilst, kriegst du von mir sogar 2000 Gems, okay? Ja, ich mach ganz schnell, mach ich Bewertung. Wir machen Skin Contest, richtig? Ja. Ich hab, aber da passt mein Skin ja auch gerade. Guck mal, wie findest du meinen Skin? Schau mal, ich hab hier... Welche ist das? Was kann der? Das ist Genie. Guck mal, das ist so, der hat so richtig krasse Attacken schießen. Hab hier extra noch sogar so einen Genie-Pin rausgesucht von einem anderen. Lamex, der Skin ist voll kacke, Mann! Du bist schlecht! Wizard hat gewonnen! Tschüss! Das ist dein Ernst, Digga? Tschüss, Lamex! Keine Trollstars mehr für dich! Bro, ist das denn dein Ernst? Ey, dieser Kleine, der ist so nervig, Junge. Das war eine Zeitverschwendung, die hätte ich mir auch eigentlich sparen können, Junge. Also ehrlich jetzt. Digga.